Dann springen wir weiter. Ein Geschäft. Da könnten wir uns schon mal reparieren. Ah, das habe ich eben vergessen vorzulesen, sorry. Also nachdem wir diese Drohne vernichtet haben, haben wir auch bei dieser Scanning-Station jede Menge Daten über diesen Sektor bekommen. Wie wir hier sehen können, haben wir hier schon zwei Geschäfte reingezeichnet. Hier über, wo die Ausrufezeichen sind, sind gegnerische Schiffe oder allgemein Schiffe. Und hier haben wir etwas, wo wir auf jeden Fall nicht hinfliegen wollen. Und zwar ein Ionensturm. Da haben wir ja weniger Energie zum Verteilen. Und hier unten haben wir ein Asteroidenfeld. Ja, also die beiden werden wir meiden. So, also springen wir erstmal dahin, in der Hoffnung noch ein wenig Scrap zusammenzubekommen. Und danach gucken wir mal ins Geschäft. Und wir finden eine Rakete und 18 Scrap. Eine Höhlenrakete. Die feuert eine Rakete, verursacht zwei Schaden und doppelten Schaden in Räumen ohne Systeme. Das ist nicht so die Taktik, die ich gerne fahre. Ich würde eigentlich lieber mehr Schaden an Systemen verursachen. Gucken wir mal ganz kurz, wie viele Punkte in Systemen er braucht. Er braucht 2 Power. Das können wir uns gar nicht leisten. Wir bräuchten alleine schon 60 Punkte für die Waffenkontrolle und dann nochmal 50 für die Energiebalken. Das heißt, wir könnten das Ding verkaufen. Denn ich will ja irgendwann noch einen zweiten Laser haben. Da müssen wir mal schauen. Gut, wir springen jetzt. Und zwar, die Rebellen sind immer noch nicht da. Und wir können von diesem Punkt aus zu dem Geschäfter zurückspringen. Also springe ich jetzt dahin, in der Hoffnung, dass wir da noch irgendwas anderes verkaufen finden. Wir finden auf jeden Fall schon mal einen Föderations-Scout. Nein, ein Piraten-Scout. Eine entfernt gelegene Siedlung wird von einem Piratenschiff blockiert, die uns sagen, dass wir uns raushalten sollen. Er hat nur einen Schildpunkt, also greifen wir mal an. Ja, dafür hat er 3 Waffen. Ein Stufe 1 Burst Laser, eine Rakete und wieder dieses komische Ding. Wie schießt mit einem Burst Laser auf die Waffensysteme? Die Raketen sind echt ärgerlich. Wir sollten uns so schnell wie möglich das Drohnensystem holen für Raketen- und Laserabschuss. Aber wenigstens trifft sie nicht. Sehr schön. Und deren Waffensystem ist angeschlagen und irgendwann hat ein Level-Up bekommen. Ah, unser Schild, Heini. So, rauf da. Banks, hast du schon ein Waffensystem-Upgrade? Nein, hast du nicht. Aber da fehlt nicht mehr viel. Sehr schön. Langsam mausern die sich. Und alles deaktiviert bis auf das Einzige, was uns wirklich schaden kann. Das ist doch doof. So, komm schon, schalt das schnell aus, bevor seine Rakete schießt. Und mitten im Waffensystem. Das ist doch doof. Also sie würden fliehen für 4 Treibstoff, eine Drohne und 15 Scrap. Nö. Da unser Artillerielaser gerade deren Waffen und deren Cockpit ausgeschaltet hat. Du hilf mal damit aus, kurzzeitig. Weil der Mantis ist sehr langsam am Reparieren. So, du wieder zurück. Burst Laser wieder aktivieren und so schnell es geht wieder auf die Waffen schießen, denn er ist da zu schnell am Reparieren. Obwohl, das ist auch ein Mantis, ne? Ja, das wird eine Weile dauern bei denen. So, Burst Laser auf den Mantis. Zack, zack, zack. Ganzes Ding kaputt. Schöne Sache. Und wie kriegen wir jetzt? Weniger Treibstoff, dafür mehr Scrap. Und die Siedlung gibt uns 3 Treibstoff, eine Drohne und 13 Scrap. Sind wir schon bei 111. Und die Rebellen kommen. Wir können jetzt entweder da unten zurückspringen und dann hier rumfliegen. Oder wir können da oben hinspringen und dann da rumfliegen. Ich glaube, ich gehe da unten rum. Erstmal ins Geschäft. So, es gibt eine Drohnenkontrolle. Die so, ah, die Ionenbombe. Meine heißgeliebte Ionenbombe und ein Heavy Laser. Mehr Waffen. Oder die Drohnen zum Verteidigen. So oder so verkaufe ich erstmal diese Höhlenrakete, die mag ich gar nicht. So. Die Ionenbombe hat uns im letzten Playthrough den Arsch gerettet, anders kann man es echt nicht sagen. Dadurch haben wir sogar das Flaggschiff zerstören können. Weil man damit halt gezielt die Systeme ausschalten kann, also eigentlich immer die Schilde. Und danach dann halt mit den Hauptwaffen angreifen. Also ja, das Ding hole ich mir. Haben wir noch 80 Punkte. Das heißt, wir könnten uns die Drohnen auch noch holen und einmal uns reparieren, was nicht wirklich viel ist.
Aber ich glaube, das riskiere ich einfach mal. So. Ah, Denkfehler. Böser Denkfehler. Wir haben jetzt keinen Scrap mehr, um Energie in die Ionenbombe zu leiten. Oh, wir haben einmal Defense 1 mitgeliefert bekommen beim Drohnensystem. Oh, sehr schön. Du gehst bitte da rein, du gehst bitte raus. Und jetzt haben wir 25 für einmal Energiebalken. Beziehungsweise einmal Waffendingens holen. Entweder das oder wir reparieren uns zu Ende. Na, ah, Entscheidung, Entscheidung. Wir können die Energie abzwacken von der Artillerie zum Beispiel, jedenfalls kurzfristig. Oder vom Sauerstoff. Ich gehe mal ganz kurz raus hier. Schiff. Wie viel bräuchten wir jetzt für die Ionenbombe? Ich glaube, wir bräuchten nur eine Waffenkontrolle mehr. Das sind 25 Punkte. Also ja, wir könnten schon hochfahren. Es fehlt dann nur der Energiebalken. Den Energiebalken holen wir uns vom Sauerstoff. Jedenfalls die ersten paar Runden. Solange bis der Sauerstoff unter 50% fällt. Dann müssen wir das Ding wieder ausschalten. Aber es ist ja eh nur für den ersten Schuss eigentlich wichtig. Wir schießen mit der Ionenbombe das erste Mal auf deren Schilde. Schilde werden deaktiviert. Wir schießen mit dem Burstlaser auf die Schilde. Schilde sind kaputt. Wir brauchen die Ionenbombe nicht mehr. Also reparieren wir uns nicht. Holen uns einen Punkt in Waffenkontrolle. Akzeptieren. Und haben nicht genug Energie. Ja. Da ein Punkt erstmal weg. Und das Ding ist an. Ah, das war das Ding, was ich nicht identifizieren konnte. Die Gegner hatten die ganze Zeit dieses Ding auch gehabt. Also diese Ionenbombe. Das ist ja fies. Aber wahrscheinlich nur gerecht. Hm? Na gut. Also, wir müssen dran denken. Sobald der Kampf losgeht, nehmen wir einen Punkt aus dem Sauerstoff raus und tun sie in unsere Artillerie rein. Und sobald wir Scrap zusammen haben, holen wir uns einen Punkt für die Energie, damit wir durchgehend das aktiv halten können. Und dann brauchen wir auch noch Scrap zum Reparieren. So, das Defense-System können wir noch lange nicht benutzen. Das braucht nämlich 4 Energie. Aber ja, wir haben schon mal Sprung. Wir springen mal zu dem Schiff da unten. Und wir haben ein Schiff mit grünen Schilden. Das ist nicht gut wegen der Ionenbombe. Und das sind Sklaventreiber. Wir könnten also entweder Strohhalme ziehen und einen von unseren Jungs rüberschicken oder kämpfen. Ich will niemanden rüberschicken. Wir brauchen mindestens 4 Leute an Bord. Im Idealfall bräuchten wir eigentlich 6. Aber ja, also wir werden nicht aufgeben und wir werden gegen euch kämpfen. So, sie haben einen Ion Disruptor und einen Heavy Laser. Das heißt, die Ionenbombe können wir eigentlich erstmal deaktivieren. Obwohl, ich bin mir nicht genau sicher, ob Ionenbomben nicht doch durchkommen. Also ich weiß, Raketen prallen an dem grünen Schild ab, aber ich probiere einfach mal die Ionenbombe aus auf deren Schilde. Wir haben ja genug Raketen. So, der Burstlaser ist vorher fertig. Und ich denke, ich schieße auch mit dem. Weil wenn die Ionenbombe bereit ist, ist der Burstlaser schon wieder fast zum zweiten Mal bereit. Also, Burstlaser einfach irgendwo hin. Kommt eh nicht durch die Schilde durch. Und trifft fast nie. Was ist das denn? So, unsere Schilde sind ionisiert. Nicht gut. Ionenbombe ist... Ach, die Kameras sind ausgeschaltet. Ja. Jetzt wissen wir auch nicht, ob da ein Feuer drin ist. Und die Ionenbombe ist anscheinend nicht durchgekommen. Ich habe gerade nicht hingeguckt. Aber ist auf jeden Fall nichts ausgeschaltet worden. Das ist doof. Burstlaser. Schilde. Oh, da hat doch gerade irgendwas getroffen. Sehr schön, wir haben deren grünen Schild ausgeschaltet. Ah, super. Burstlaser, dann schießt man doch auf die Waffen. Mit etwas Glück können wir die beschädigen und eine Waffe fährt rein. Oder wir können auch nur den Schild deaktivieren. So, er kommt nicht so weit durch. Ich sehe nirgendwo ein Feuersymbol. Okay. Burstlaser. Wartet ab, bis die Ionenbombe fertig ist. Ionenbombe auf Schilde. Sehr schön. Ionenbombe, Burstlaser auf Waffen.
So weit, so gut. Und gleich... Burst Laser auf die Schilde. Ich hoffe einfach, dass sie lange noch brauchen, um das zu reparieren. Und was ist mit dir los? Du triffst fast nie. Na gut, sie wollen fliehen und wir beschießen sie gerade mit dem mit der Artilleriewaffe. Nimmt einen unserer Sklaven als Tribut. Das nehme ich an. Wir brauchen, wie gesagt, noch mehr Crew. Und auch noch einen Mantis. Sehr schön. Besser hätte es gar nicht laufen können. So, du bist jetzt unser Security-Team. Und guckst mal kurz nach, was da drüben los ist. Brennt da was? Nö, aber ein Leck in der Leitung. Du, dahin, mithelfen. Sehr schön. Also wir haben zwar ein wenig Schaden bekommen, aber dafür neues Crewmitglied und auch genau das Richtige. Sauerstoff, machen wir Türen auf. So, so. Noch jemand Heilung. Du kannst, du bist schon in der Krankenstation, aber wir haben keine Energie in der Krankenstation. Okay. So, King muss auch geheilt werden und er ist schon drin. Und Banks kann auch ein wenig vertragen. So. Ja, doch. Läuft nicht schlecht. Du wieder zu den Schilden. Und wo kommt unser Security-Trupp hin? Das hier ist relativ zentral, ne? Ja, kommt überall schnell hin. Gut, das heißt, in die Krankenstation kommt unser Security-Trupp, wenn wir dann nach und nach mehr Leute bekommen. Krankenstation aus, ausweichen an und springen. Wir haben ein Notsignal. Oder einfach nur so ein Schiff. Wir haben kein Geschäft mehr, bevor wir zum Ausgang kommen. Das heißt, wir werden nicht mehr zum Reparieren kommen. Das ist nicht so gut. Aber da wir so oder so auf ein gegnerisches Schiff treffen werden, springen wir lieber zum Notsignal. Da kriegen wir dann auch doppelte Belohnung. Ja, machen wir mal. Ein Rockfighter mit nur einem Schild. Oh, ach so, die können wir gar nicht angreifen. Sie haben keinen Treibstoff mehr. Könntet ihr uns helfen? Wir haben 12 Treibstoff. Was nicht so viel ist. Aber der ist nicht besonders teuer. Den können wir im nächsten Geschäft kaufen. Und vielleicht kriegen wir irgendwas dafür. Also geben wir mal 2 Treibstoff. Und wir bekommen einen Ionenblaster Stufe 2. Der viel zu viel Energie braucht. Er braucht 3 Energie. Ha. Aber die Charge-Zeit ist richtig gut. Alle 4 Sekunden kann er schießen. Aber ja, werde ich wahrscheinlich trotzdem verkaufen und dafür lieber einen anderen Burst Laser oder so holen. Aber gut, hat sich auf jeden Fall rentiert. 2 Treibstoff gegen eine Waffe Stufe 2. Und weiter. Wir würden gerne in den Nebel. Wollen wir jetzt auf dem direkten Weg zum Ausgang wegen der angeglitschten Hülle oder wollen wir noch ein bisschen wegrasen? Wie sage ich mal so schön, wer nichts wagt, der nichts gewinnt. Dann springen wir doch mal dahin. Dann dahin. Dann dahin, dann dahin, dann dahin. Also 5 Sprünge noch. 5 Sprünge. Wer 3-mal ein anderes Schiff treffen. Nee, es ist zu viel. Okay, wir springen dahin, dann dahin, dann dahin, dann dahin. Ein Föderationsbomber. Das Design haben wir noch gar nicht gesehen. Ah, ist ein Waffenverkäufer. Den könnten wir angreifen. Aber ich sehe da schon einen Burst Laser und eine Ionenbombe. Der Burst Laser hat aber nicht diese 2 Punkte wie unser. Das ist nur ein kleiner Burst Laser. Und die Ionenbombe schaltet nur irgendwas von uns aus. Und ich weiß nicht, ob die so gezielt auf unsere Schilde gehen oder nicht. Ich bin gierig, ich greife ihn an. So, Sauerstoff aus. Energie auf die Artillerie. Und Ionenbombe auf die Schilde. Und abwarten. Hoffentlich ist es wirklich nur ein Burst Laser Stufe 1. Ja, 2 Schuss.
Und er teleportiert die Ionenbombe in unseren Antrieb. Das ist nicht so gut. Können wir schlechter ausweichen. Und die Ionenbombe verursacht doch Schaden. Oder ist das nur Systemschaden und kein Höhlenschaden? Das hier sieht noch genauso aus wie vorher. Na gut. Unsere Ionenbombe müsste auch gleich losfliegen. Und trifft. Perfekt. Dann schießen wir doch mal auf deren Schilde, weil deren Waffen uns nicht so wirklich verletzen können. Schilde angeschlagen. Sehr schön. Ja, es scheint die richtige Entscheidung gewesen zu sein, sie anzugreifen. Was trifft er jetzt? Nix. Sehr gut. Weiter auf die Schilde. Unser Sauerstoff ist bei 63%. Das ist auch noch verträglich. Ionenbombe könnten wir schießen, aber müssen wir nicht. So, Artillerielaser. Komm schon. 7 Rollen aufgeben. 3 Raketen, eine Drohne, 14 Scrap. Nö. Schießen auf Waffensystem. Oh, ein Level Up bei unserem Banks. Sehr schön. Und er ist gleich kaputt. Dann gehen wir doch mal Energie runter von der Artillerie und rauf auf die Sauerstoff. Den Sauerstoff. Sonst wird das mir ein bisschen zu knapp. Und Burst Laser einfach irgendwo hin. Und was kriegen wir? 31 Scrap. Sehr schön. Ja, das hat sich gelohnt. Springen. Und wie ihr sehen könnt, dank dem Nebel sind die recht langsam. Ja, schön. Dann machen wir jetzt einen kleinen Cut. In der nächsten Folge springen wir weiter. Also bis gleich.